Ja, in der großen Bücherei machen wir auch allerlei. Nicht nur Wissen uns aneignen, sondern auch Sachen stehlen, Leichen kaputt hauen, soweit es noch geht, und jede Menge anderen Blödsinn. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Dungeon of Nahelböck hier auf Alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir haben beim letzten Mal noch so eine schnelle Nebenquest gemacht, mussten mit dem Dieb noch ein kleines Buch entwenden. Ist uns auch schon gelungen. Findest du nicht, dass wir deine Magie in unsere Strategien integriert haben? Ich muss zugeben, es ist schon besser geworden. Du bist ein guter Anführer. Oder ihr beide schreibt euch bloß gegenseitig ein. Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall, wir brauchen noch mehr Informationen über das Amulett. Das Amulette, interessanterweise, laut Questbeschreibung. Man sieht es rechts. Aber ja, die deutsche Übersetzung war bisher noch nie so wirklich die Stärke von dem Spiel. Ich sag nur, vergiftet mit weichen D hinten dran. Die fröhlichen Abenteurer. Gehen wir. Lasst uns diese Hexe vergessen. Die zieht Leute nur in den Tod. Verzeihen Sie ihm. Schnell weg hier! Na, wenn der Schurke das sagt, dann er ist ja ein sehr weiser Junge. So, wir hatten auch hier immer wieder so einen komischen Schalter zum Aktivieren. In der letzten Folge. Ich habe allerdings noch nicht gefunden, wo der jetzt hin sich teleportiert hat. Kann ich euch helfen? Ja, wir würden uns gerne aufhängen. Da kennt sich mein Kollege aus, der für Seile, Schlingen und Fußhocker zuständig ist. Nein, wir suchen Informationen zu so ein Pech. Abtrünniger Dämon, zum Gott erhoben während der großen Rebellion von Vulbrenai. Wendet euch an meinen Kollegen für die Datenbank für Konflikte zwischen übernatürlichen Wesen, göttliche Kriege und Badehandtücher. Ach, verdammt! Stinkender Haufen Jackaktung, wir sind verloren! Ich will wieder in die Wälder! Egal wohin, nur nicht hier bleiben. Ich glaube, wir werden für alle Ewigkeit im Kreis wandern müssen. Was sagen Sie da über Dalmorg Eintopf? Er sagt, er wird nie wieder welchen essen. Das habe ich verstanden. Ich spreche fließend Oger. Ich fürchte, dieses Thema wurde noch niemandem zugewiesen. Es wäre vielleicht einfacher, wenn Sie einfach den großen Index in Raum 2 fragen würden. Den Index? Ja, dann können Sie selber recherchieren. Verdammt, damit hätten wir anfangen sollen! Dann haben wir es wohl aus der Zeitschleife rausgeschafft. Bei Goldthors Äxten endlich! Jawohl! Der Oger ist ein Genie! Sag, sag, Freundo! Solange es ums Essen geht. Guten Tag. Möchten Sie sich ein Buch aus den tiefen Archiven kommen lassen? Selbstredend. Wir suchen Bücher über so ein Pech und magische Amulette. Ich brauche eine spezifische Referenznummer. Sonst finden die Skelettdiener nicht das richtige Buch. Verflixt. Und wie finden wir die richtige Referenznummer? Fragt die Leiche nach der entsprechenden Information. Sie hilft euch dann schon weiter. Und da wundern sich die Leute, dass ich nicht gern lese. Ja, er ist halt schlau, er wartet auf den Film. Wo geht's denn da hin? Da steht, thematische Katalogisierung der Sammlung des Wissens und der auf ewig archivierten Dokumente zur Wahrung der Weisheit und Entwicklung der Zauberei. Oh Mann! Das ist Mensurianisch, eine ziemlich pompöse Sprache. Es bedeutet nur großer Index. Gehen wir rein? Da steht außerdem, Zugang begrenzt, Anwesenheit ungezähmter dämonischer Wesen nicht auszuschließen. Die Leitung lehnt jegliche Verantwortung für Wagnisse ab, die zur astralen Vernichtung durch verfluchte Bücher führen. Tür geht auf, wir gehen rein. Oh, fliegende Bücher! Die haben Zähne! Wir hätten zu Hause bleiben und Stühle neu beflechten sollen. Chrom hasst Bücher. Er hätte keine Angst. Nimmt Papier nur zum Abwischen. Ah! Na dann. Zeigen wir den Büchern mal, wer Chrom ist hier. Stufe 5. Stufe 5. Stufe 6. Stufe 5. Stufe 5. Und nochmal Stufe 5. Ja, nur ein Haufen Papier. Das kriegen wir ziemlich schnell klein gehackt. Bin ich mir sicher. Also Zwerg und Oger sind nebeneinander, das passt perfekt. Ja, Aufstellung gefällt mir eigentlich soweit. Was sagen? So allwissend sind Bücher halt doch nicht. Zusammenbleiben! Ich
Wir hätten da zwei Bücher nebeneinander. Das ist doch eine sehr gute Gelegenheit, uns ins Werk da direkt mal mitten ins Geschehen zu befördern. Und gleichzeitig könnten wir den Oger da hinten den Weg für das andere Buch abschneiden, ha? Und das mal kein mit schlauer Schachzug. Kann sich Chrom nicht abwischen. Vielleicht einzelne Seiten rausreißen funktioniert besser als das Ganze hier am Stück zu machen. So, wir könnten eventuell auch noch was spotten. Irgendeins, was ziemlich weit weg ist. Ja, komm, nehmen wir das da vorne mit dazu. Dein Atem riecht nach stinkt dir hinter. Einmal draufschlagen auf das Buch. Ja. Oh nein. Was ist denn jetzt passiert? Was können die denn? Für die Inspiration muss ich ein bisschen in die Richtung gehen. Das würde ich bei den Barbaren ansetzen wollen. Dass du beim nächsten Mal brüllen und angreifen kann. So, sie steht ja eigentlich schon ganz gut, um hier da mal ein bisschen auszuhelfen, ne? Kopf runter! Sie durchlöchert das Papier. Was? Die machen ja Glitzer, Glitzer? Dann mache ich doch mal Hex 6. Kann man Bücher stunnen? Ist jetzt hinten? Ist hinten. Wow, beim letzten Kampf hatte ich so viel Glück, ja, hab irgendwie ständig Crits gehabt. Was machen die denn? Die werfen. Die machen alles durcheinander. Oh. Das hat gar nicht wehgetan. Das tut ziemlich aua, was die hier treiben. Was machen wir mit Büchern? Einfach nur kräftig draufhauen. Und immer wieder nachschlagen. Achso. Also, naja, gut. Oh, was? Nur 75%? Wird das jetzt mit umdrehen besser? Auch nicht besser. Das ist gar nicht nett. Das ist viel Schaden. Und ich glaube nicht, dass der Maffei-Böck das jetzt alles abdecken wird. Moment mal, wir schauen mal, wie weit er geht. Das sind zwei Felder in die eine und die in die andere Richtung. Das heißt, ich könnte den Schurken, ja, die beiden könnte ich heilen. Dann müssen wir das auch so machen. Da, 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 da. Schauen wir mal, dass wir wenigstens eins schon mal wegbekommen.
Das wäre gelungen. So, hier können wir das Kampfkarnickel einsetzen. Dann heilt sie sich nämlich auch schon mal so ein bisschen. Unser Ranger. Unerwartete Rettung. Zum Donner, fliegende Bücher. Gleich mal, bevor der hier umkippt. Immobilisieren. Ja gut, ich glaube, das bringt nicht so wahnsinnig viel, das Immobilisieren. Aber, wir könnten... Das wird dich lehren. So. Das ist jetzt auch immun. Ja, Bücher bluten nicht, ne? Das hat weh. Hier bräuchte man, glaube ich, ein bisschen, also sagen wir es mal so, ein bisschen mehr Magiewiderstand würde hier definitiv nicht schaden, glaube ich. Es wird heiß hier. Vergiften? Kann man Bücher vergiften? Wir bräuchten einen Schimmelangriff vielleicht. Das geht? Man kann Bücher vergiften. So, weg damit. Wer braucht hier schon Bücher? Sieht er gut genug, dass er da mal endlich... er kann ein Buch anschatschen. Oh, also. Voll auf die Kniescheibe. So, dezimieren wir mal den ganzen Lesekram hier. Den Pile of Shame mal wieder ein bisschen auf ein normales Maß begrenzen. So, warum hat er jetzt 72? Egal, Hauptsache er trifft. Out. Wieso geht die Ballade eigentlich nie dahin, wo ich sie bräuchte? War kein Musikbuch, muss weg. Wen könnten wir denn noch versuchen einzufrieren? Was oder? Raffanador et Krillipu. Kontrollieren lassen die sich nicht so gerne, ne? Wenn man erstmal draufgehauen, kann man nicht mehr rückwärts schauen. Mhm. Hab's gemerkt. Dieses Brennen ist halt ganz schön böse. Oh. Komm ich da gar nicht hinten nach? Na wunderschön. 66, 91. Und dann kann ich mich, glaube ich, aber auch direkt daneben stellen und nochmal draufhauen. Zwergenwaffe. Na, es hat noch Cooldown. Das hat weh.
Das hat gar nicht wehgetan. So, Chrom braucht Klopapier, habe ich gehört. Also Chrom, dann nimm dir doch mal ein paar Seiten raus hier. Das ist übel, ich brenne! Wen? Ihn? So, sie hat jetzt auch noch Cooldown. Das Buch da gar nicht angeschossen. Muss doch gehen, oder? Eigentlich freie Schussbahn. Natürlich geht das. Ach komm schon, unser Schurke, das ist wieder so ein richtig guter hier. Er braucht mehr Beweglichkeit, er braucht mehr Trefferwertung. Hilfe. Es wird sogar gehen. Aha, aha. Nicht nachgeben. Das ist so gut. Der kommt einfach nirgendwo hin gerade. Außer mit Sprinten. Immun gegen Stun. Was? Gegen was sind diese Bücher eigentlich nicht immun? Na, Hallöchen. Er schlägt dich drauf. was könnte er? Achso, er könnte jetzt maximal auch noch Fernkampf angreifen. Habe ich da irgendwie eine Reichweite? Geht da was? Da geht was. Ich würde mal da hinten reinballern hier, ha? Wenn ich hier zwei Ziele treffen kann, ist das immerhin besser als. Ja. Genjus! Guter Schuss! In der Tat. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber wir hätten doch noch die Backpfeife. Und wenn die trifft. Hallo, Ma, Aquo, Sodimi. Okay, ich hör auf zu reden. Wir würden jetzt 25% mehr Schaden machen, aber Zwerghallen ist, glaube ich, gerade gesünder. Nicht, dass er das nicht überleben würde, aber das spart auch gleich mal wieder einen Heiltrank. In anderen Rollenspielen kann man ja außerhalb des Kampfes immer die Gruppe heilen mit irgendwelchen Zauberern. Das geht hier halt natürlich nicht. So. Ein Hitpoint? Na komm. Kriegst ein Butterbrot. Butterbrot? Flash will der Junge. Flash! Der braucht doch was, damit er groß und stark wird. Da muss mindestens ein halber Mettigel her.
Echt jetzt? Na komm. So, nochmal das Wesen raus. Kriegt sie dadurch auch Astralenergie? Das wäre ja richtig stark. Morschleck Ledergürtel. Optimiertes Rückzugsamulett. Das ist was für den Schurken. Der hat auch nicht viel Mut. Der hat definitiv Ring der geistigen Vielseitigkeit, Intelligenz, Mut und Charisma. Das ist was für unseren Anführer. Hey, was denn jetzt noch? Noch ein Dämon. Schneiden wir ihm die Arme ab und sichern uns die Oberhand. Wenn ich dazu was sagen dürfte, du beißt vielleicht besser nicht die Hand, die dich füttert. Oh, und reden tut er auch noch. Der Index, warte. Oh Gott. Es wird nicht der Zeigefinger. Das ist nur ein Finger. Könnte das... Ich bin der große Index. Ach klar, was auch sonst. Ich danke euch, dass ihr die verfluchten Bücher zur Ruhe gebettet habt. Vermute ich richtig, dass euch bei eurer Recherche mal jemand unter die Arme greifen sollte? Ja, was machen Sie, wenn Sie einen eingewachsenen Fingernagel haben? Das ist nicht die Zeit für Manikürengespräche. Sie hat da den Finger auf ein recht einzigartiges Problem gelegt, aber ich bezweifle, dass ihr deswegen hier seid. Stimmt. Wir haben ein verfluchtes Amulett in unserem Besitz und würden es gerne loswerden. Eine Handlung, die viel Fingergefühl erfordert. Er hängt mit dem Gott des Scheiterns zusammen. Ich verstehe. Leider ist eure Anfrage etwas zu vage, um auf ein spezielles Buch zu zeigen. Tut mir leid. Dann sitzen wir für immer in diesem Labyrinth fest. Nun, vielleicht könnte ich euch den kleinen Finger reichen als Anerkennung. Ich muss mir einen neuen Kiefer kaufen, so kaputt lache ich mich. Bittet einen Mitarbeiter, euch das große Buch der magischen Amulette von Vulgur Zofla und den Kodex der Dämonen von Soenpech von Flumitor dem Älteren zu bringen. Alles klar. Danke, großer Index. Damit dürftet ihr freie Hand zur Formulierung einer präziseren Anfrage haben. Hoffentlich verbrenne ich mir damit nicht die Finger. Ja klar, so leicht wie mit dem Finger in der Nase zu bohren. Wow. Wow. Okay. Sehr einfallsreich in seinem Humor, das Spiel. Sehr einfallsreich. Gefällt mir. Passt natürlich im Englischen noch ein bisschen besser, weil da ist ja tatsächlich der Zeigefinger auch Indexfinger. Das ist natürlich im Deutschen dann ein bisschen aufgrund der Übersetzung. Okay, da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir holen uns dann erstmal das Buch zurück. Oder also wir holen es uns ja nicht zurück, wir holen es überhaupt erstmal. Hallo. Möchten Sie, dass wir ein Buch aus den tiefen Archiven holen lassen? Unbedingt. Wir brauchen das große Buch der magischen Amulette von Vulgur Zofla und den Kodex der Dämonen von Soenpech von Flumitor dem Älteren. Einen Moment. Tut mir leid, diese Bücher sind bereits ausgeliehen. Ausgeliehen? Von Lesern. Sie brauchten diese Bücher für eine Gruppenrecherche im Leseraum. Das ist ein Raum, in dem man hörbar reden und Zauber wirken kann. Meinen Sie, wir könnten Sie um die Bücher bitten? Dem steht nichts im Wege, solange Sie sie nicht belästigen. Natürlich müssen wir sie belästigen, wenn wir fragen, du Knochenhaufen! Das Unterbrechen von Leseraktivitäten ist untersagt. So steht es im Regelwerk. Ordnung und Klassifikation. Ja, faszinierend, danke. Dann an die Arbeit. Zähle die ausgeliehenen Bücher an. So. Und wo müssen wir dafür wieder hin? Ein Raum weiter. Oh, ich rieche da einen Kampf. Aber wir machen jetzt erstmal den Raum auf. Die Einschläge kommen näher. Kämpfen die hier? Ismax, der Betrüger. Bömmchen. Kann man immer gebrauchen. Wie stand es denn jetzt eigentlich um meine Gruppe? Ich habe ja doch ein bisschen Schaden genommen. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und rüsten uns nochmal so ein bisschen aus. Was hatten wir denn noch? Wir hatten noch Schinken und Knochengamaschen. Nein, weg von meinen Taschen. Achso, die haben wir ausgetauscht. Wie viel erhöhten? Das hatte ich, glaube ich, auch weggetauscht.
Akropaten-Hosenträger. Halt, das die ist Armen dann was für ihn, theoretisch. Oder? Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Für sie. Amulett der Klarheit. Da hatten wir schon mehrfach drüber geredet. Messerjongleurgürtel. Achso, das war ja auch das, was sie gerade abgelegt hat. Marschleckgürtel, Schlitzplätze 3, Aussau oder astrale Energiemax. Das wäre eigentlich des was für ihn. Dass ein Dieb seine eigenen oh, der hat aber schon zu sich gehen. Lecker, lecker, lecker. Was ist da drin? Ah, das ist mein Beutel. Ich gebe sie auf keinen Fall her. Oh, ein Mist. Ah, das wäre was für ihn vielleicht noch. Weil der braucht ja auch nicht so viel Energie. Mein Schatz, Gold. Ansonsten habe ich eigentlich keinen, der dem die Energie ausgeht. Irgendetwas, um schnell Notizen zu machen? Das vielleicht noch, ich meine, plus 3 Heilung. Das ist ja gar nichts. Genau richtig. Die Legende da. Ist ein offenes Buch. Das hier, Ausdauer oder astrale Energie Maximum und dann noch Regeneration. Hurra, da sieht sich einer diese Schönheit an. Rückzugsamulett. Was hat denn unser wenn Schurke stimmt, eigentlich? Müssen es meine Stiefel sein. Für Mut. 10. Das kriegt. Was hat er denn aktuell? Magiewiderstand? Ja, okay, das kriegt er danke. Auf jeden Fall. Ist das für mich? Ring der geistigen Vielseitigkeit, Intelligenz. Genau, das war doch eigentlich, habe ich mir gedacht gehabt, das ist was für unseren Anführer. Ich hoffe, ich habe genügend Ersatzseiten dabei. Cool, dann sehe ich nicht wie ein Nerd aus. Ah, doch. Helm des Kampfes? Achso, das habe ich abgelegt, ne? Genau. Ansonsten müssen wir jetzt, glaube ich, wieder alles durch haben. Genau, und ich müsste nochmal heilen. Tja, der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Oh, Tränke schmecken fies. Dieser Trank sah seltsam aus. Ich hatte Durst. Wow. Was die schlucken können? Das ist ja nicht euer Ernst. So, jetzt habe ich das Problem. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kampf auslöst. Wir machen das mal so. Ich versuche das jetzt einfach nochmal zu triggern. Wenn es ein Gespräch ist, haben wir Glück. Und wenn es ein Kampf ist, dann haben wir Pech. Dann machen wir das nicht mehr diese Folge. Zurück. Wir haben diesen Raum reserviert, um unsere Ruhe zu haben. Tut mir leid. Es hieß, Sie hätten das große Buch der magischen Amulette von Vulgur Soflar und den Kodex der Dämonen von so ein Pech von Flumitor dem Älteren ausgeliehen. Geht euch nichts an. Haut ab oder ich rufe die Wachen. Wir könnten Sie für die Unannehmlichkeiten entschädigen. Was? Auf keinen Fall. Hauptsache, wir werden das Amulett los. Ihr solltet gar nicht hier sein. Das hier ist ein Privatraum. Es wird nicht lange dauern. Und übrigens, vielleicht stehen Sie ja auch unter einem Fluch von so ein Pech, ohne es zu wissen. Kann gar nicht sein. Wie können Sie so sicher sein? Geht euch nichts an. Brugler Heinz Binz lecker lecker. Was? Zwiebelsuppe? Aber raus jetzt! Oh, Sie sprechen Oger? Hey, wir auch. Na sowas, wir sind praktisch verwandt. Tun Sie uns den Gefallen, wir beeilen uns auch. Raus mit euch, ihr Haufen hirnloser Abenteurer! Mal nicht so unhöflich sein, wir sind nicht alle wie die Elfin. Geh Kies kauen, du behaarter Beistelltisch! Wachen! Wachen! Sie werden kaum kommen, das ist ein Privatraum. Hier kann man brüllen, wie man will. Können wir jetzt verhandeln? Ah, zu mir, Brüder! Wir drängen sie mit Gewalt raus! Er hat Gewalt gesagt. Angriff! Ja, aber er... Und dann wir... Ach, scheiße. Na schön. Angriff! Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Zum Glück habe ich meine Gruppe hochgeheilt. Und zum Glück habe ich einen Speicherstand gelegt. Denn es ist Folgenende, liebe Leute. Diesen Kampf gibt's beim nächsten Mal zu sehen. Also wenn ihr die Verlängerung sehen wollt, beim nächsten Mal wieder brav einschalten. Ich wünsche euch noch was. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.